Sie macht das alles hier zum Wohle der Kinder. Mama, wo bist du? Und da sollten wir Respekt vorhaben. Scheiße, dass mir Blut aus den Ohren kam. Das mit dem Wegschubsen ist echt ganz vorteilhaft. Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Ja, geiles Sprichwort. Was haben die Männer von Hurensohn jetzt gegen uns? Wir haben doch mit dem bisher noch gar nichts zu tun gehabt. Du brauchst auch Geld, wie? Ich? Oh, immer. Immer, immer. Mein Freund, wir brauchen immer Geld. Das macht mich jetzt so ein bisschen stutzig, ne? Warum die uns da angegriffen haben. Sehr, sehr seltsam auf jeden Fall. Und es wird wieder Tag. So. Wie war das? Hört ihr Leute, lasst euch sagen. Es hat 6 geschlagen. Ein Anschlagbrett mit 9 Sachen. Ja, wir nehmen alles mit. Toll. Was ist denn hier los? Ein etwas edleres Gebäude, hä? Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Was ist er denn für einer, ey? Georg von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette, ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Wysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Bar M. Reis? Nein. Dann wärst du längst tot. Wahrscheinlich. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Klar. Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Eigentlich sind wir ja nicht so für solche Sachen. Nee. Wir mögen ja sonst sowas nicht. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Echt nicht so gut, ey. Und jetzt sind wir da bei diesem Spektakel, wo wir dann auch, ich glaube, wir können da sogar noch selber bei dem Rennen teilnehmen. Oder müssen sogar, mehr oder weniger. Irgendwas war da. Es zieht sich dadurch so ein bisschen, ne? Anstatt dass wir dann direkt mit ihr reden können und dann halt wieder weg können, müssen wir dann halt noch so ein paar andere Sachen machen. So ein bisschen ausgeschmückt das Ganze. Aber ist ja eigentlich vom Prinzip her nicht verkehrt, weil dann ist es nicht so ein Durchrushen durch die Geschichte. Also richtig viel los ist da auch nicht, ne? Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle.
Aha. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengst da, Nemrut, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Okay. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich? Ich versuche nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Na, da kommt Deswegen schon. Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Ja, okay, komm. Warum nicht? Also, ich glaube, man kommt doch drum rum. Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Ja, machen wir das. Radovid lagert in der Nähe. Vielleicht will ein redanischer Fuchs ja bei ihm Eindruck schinden. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nemrut gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Okay. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Bin ja mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Konzentration. Einzige Chance, diesen Sattel zu bekommen. Reiter, bereit? Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem... Schneller. Nicht das Pferd schonen. Was ist denn hier los? Jetzt will er nicht reiten, oder was? Das ist ätzend. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Toll. Dann lieb du das mal weiter. Ich reite einfach weiter. Gleich haben wir es geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier ist das Ziel. Ja! Bam! Unser Sattel. Ging ja relativ einfach. Ein famoser Sieg. Naja, war knapp. Jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich im Sattel gehalten. Nicht reiten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Dankeschön. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Mhm, richtig. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Stämmig? Sprich mit ihr. Und du bist doch voll zierlich gebaut. Wenn du gerade zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir. Also die derselbe Figur wie sie. Also, wie mies, ne? Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? So. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nein, nicht Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ach, Rittersporn, ey. Zu viele Sachen verrät. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit gesehen. Okay. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Das kann ich verstehen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Hat sie recht. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Seine Schwester? Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht.
Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Sie ist echt so mega naiv, oder? Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Ritter Sporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Oh, wie unerwartet. Was, sie ist echt so mega naiv, ey. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Ja, soll ich ihm Bescheid sagen, dass er sich bei dir melden soll? Der Sporn hat versprochen, mir seine Briefmarken sammeln zu lassen. Er hat es nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Ja, das ist geil. Es ist schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Mhm. Oh, das ist wundervoll. Oh. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Wie mega naiv ist die Alte denn? Oh, Mädchen, ey, echt. Diese Jugend heutzutage. So. Alle weich in der Birne. Ja, das stimmt. Die hier auch, ey. Kurz rüberkreisen. Das war etwas. Reiche Städterin, ey. So. Ich würde gerne einmal zurück. Ah, Gerald, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja, möchte ich. Ja. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad. Und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Mhm. Sehe ich auch so. Nun dann los. Also, ich mochte ihn eigentlich nicht so, aber zumindest von der Art und Weise, wie er mit uns umgeht, ist es eigentlich ganz okay, ne? Also, er wirkt sehr freundschaftlich oder zumindest locker im Umgang mit uns. Nicht so dieses so, ich bin hier General und du, kleiner Mann. Also, es ist nicht ganz so schlimm wie mit anderen. Also, zumindest noch einer der netteren Charaktere hier bisher im Spiel. Mhm. So. Dann haben wir das geschafft. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir eigentlich jede Menge Sachen. Ja gut, wir können es nur hoffen, dass dieser kleine Zwerg irgendwas rausgefunden hat. Denn wir hatten jetzt ja nicht so viel Erfolg. Also wir haben ziemlich viele Sachen rausgefunden, was jetzt los ist, ne? Dass er eigentlich alle wegen irgendwas gefragt hat oder um irgendwas gebeten hat, um irgendwelche Informationen oder irgendwelche Gegenstände oder Geld. Aber wofür, wieso, weshalb, warum und wo er denn nun geblieben ist, das wissen wir nicht. Also können wir wirklich nur darauf hoffen, dass der Zwerg jetzt die notwendigen restlichen Infos hat. Er hat ja immerhin auch eine Liste gehabt, die er abarbeiten wollte. Wer hat das nicht getan, ey, wäre ich böse. Wäre ich so richtig böse. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Ja, das ist doch nett und höflich, oder? Gleichfalls. Mach's gut. Das ist echt in Ordnung. Meine Gräfer Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde ereignen. Mhm. Meine Gräfer hat die verschlagenen Sürde. So. Dann gucken wir mal. Ach, hier oben ist es schon. Dann hab ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Nein, der Arsch hat sich gebunden wie ein Arsch. Was ist denn hier los? Das Loch in der Mauer hinten geflüchtet. Was sind das für Leute? Was wollen die hier? Was willst du? Du solltest eher mir aus dem Weg gehen. Ich bin der neue Koch, ja. Ich bin der neue Koch. Und diese spitzen Dinger auf deinem Rücken sind deine Küchenmesser? Verschwinde, Vagabund! Okay, nochmal. Scheiß Penner. Was sind das für Glubschaugen? Hast du Blähungen? Das ist nicht gut. Eigentlich kommt man da rein, aber. Wo gibt es Schönere? Von der Jaruga bis zum Wachberg. Wie kommen wir da jetzt hinein? Weil normalerweise. Ups, Mist. Ich glaube, das war das, wo man mit dem reden konnte und dann wird man als Angestellter reingelassen. Was hat sie aber? Mist. Wie mache ich denn das jetzt? Bauer. Ich gebe dir gleich mal Bauer, ey.
Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie wir reinkommen sollen. Was ist? Hast du nicht gehört? Wir brauchen keinen Koch. Sie haben gebracht, eine Dame zu stören. Wovon? Was ist? Hast du nicht gehört? Wir brauchen keinen Koch. Sollen wir vielleicht mal reden? Bleib hier weg. Wenn ich die angreife? Pass bloß auf, Grauhaar. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Okay. Wie kommen wir da jetzt rein? Ach, das ist doch ätzend. Da oben rüber auch keine Chance. Hier gibt es auch nichts zum reinlatschen. Wobei doch, hier ist er. Also er zeigt hier was an, aber... Vielleicht hier rüber. Ah ja, guck mal. Hier kann man doch lang. Sehr schön. Oh, halt, hier war was. Was war da? Ja, hallo? Was macht er denn? Manchmal ist es echt ein bisschen arg seltsam von der Steuerung und so. Ja, ich frag dann lieber nicht nach. So. 6 verschiedene Bombentypen. Haben wir gemacht und... Oh, was haben wir denn hier? Interessant. Ja. Echt komisch. Guck mal, irgendwelche Katakomben. Aha. Wie schmeckt dir das, Silber? Mistvieh. Oh, ich war dich so hampert. Nee, ich werde dich grad mal. Oh, fuck. Der Scheiße. Komm schon her. Ganzen fiesen Mistviecher. Vor allem sind echt so mega stark, ne? Warum eigentlich? Warum müssen die so stark sein? Na, sieh einer an. Aber sonst ist hier nichts weiter. Also auch nichts Sagenumwobenes, ne? Also hält sich in Grenzen. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Leck mich, ey. Ich gehe da jetzt hoch. Nerven gerade nur. Ja. Achso, falsches Schwert gegriffen. Komm schon los. Nein! Was macht der? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Die Keksmann. Na. Aber er müsste zumindest gespeichert haben, als wir wieder zurückgeritten sind mit den anderen zusammen. Und dann machen wir das einfach so, dass wir praktisch jetzt eine andere Antwort suchen. Wenn, vielleicht hat er jetzt auch nach diesem einen Kampf gespeichert, ich weiß es nicht, aber also irgendwie ist das mit der Steuerung ein bisschen komisch. Ich verstehe es auch nicht, warum kann ich denn nicht von einem Kampf weglaufen? Also wenn ich keine Lust habe, sondern habe ich jetzt keinen Bock, weil mega Low-Level-Gegner und dann halt auch irgendwo hochklettern. Warum kann ich das dann nicht machen? Also das ist so ein bisschen ungünstig gelöst. Ich versuche es mal politisch etwas sanfter auszudrücken.
Dann hoffe ich jetzt, dass wir nach einer schier endlosen Ladezeit, warum auch immer, wahrscheinlich schmeißt er uns jetzt ganz zurück, da wo wir angefangen haben. Wir müssen alles nochmal machen. Nee, irgendwie tut er gar nichts, ne? Guck mal, es geht gar nicht voran. Doch, ah, haha. Hm, schon fast zu früh gefreut, dass es abgestürzt ist. Nein, natürlich nicht, das wäre richtig ätzend. Na los. Tu was. Oder auch nicht. Anscheinend oder auch nicht. Es ist echt unnatürlich lang. Also selbst wenn ich das Spiel praktisch lade am Anfang, dann braucht er auch nicht so lange. Also. Das macht mich nicht glücklich, nein. Na und jetzt. Okay, praktisch bevor wir wieder zurückgereist sind. Okay, das ist in Ordnung. Dann speichere ich hier einmal, dass mir da nichts fehlt und dass nichts passiert. Ja, wunderbar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werde ich aber dann praktisch erst einsteigen, wenn ich das schon gemacht habe und wir wieder zurückgeritten sind. Und dann setzen wir da beim nächsten Mal an. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, euer Mr. Zocker.